Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die MDMA-Box von Yoshimitsu. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. MDMA von Yoshimitsu, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Eine von der Optik recht schlichte Box, denn sie ist hier eine reguläre Kartonbox und das Ganze ist hier rundum in Weiß gehalten. Und auf der Oberseite, auf dem Boxdeckel, haben wir dann hier rechts unten einen großen Aufkleber und der sieht so aus wie so ein Luftfrachtkarton. Also dieser Sticker hier sieht so aus, als würde dieses Paket mit Luftfracht verschickt worden sein. Wir haben hier diverse Stempel, wir haben hier einen Barcode, dann Content, Description, dann haben wir statt DHL, THC, Flying Express, amtlich abgefertigt, Independenza, Headquarter Berlin. Also hier sind jede Menge an Stempeln und Grafiken, sogar ein QR-Code. Also hier ist echt alles mit dabei. Sieht echt gut aus. Das Ganze geht dann hier auf, also der Deckel ist abnehmbar. Von innen ebenfalls weiß. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier als erstes mal ein Shirt. Dann haben wir hier eine Papphülle, ein Sleeve mit den Album Instrumentals, das Album an sich, dann haben wir hier S-Stäbchen, dann nochmal diesen Sticker hier, den kennen wir ja vom Boxdeckel, den haben wir jetzt hier nochmal, den kann man dann entsprechend verkleben, dann haben wir hier ein Kärtchen mit Yoshimitsu und jede Menge Pillen. Dann nochmal dieses Kärtchen, allerdings unterschrieben. Und dann noch 1, 2 Zettel. Von innen das Ganze in Weiß. So. Packen wir mal wieder zu. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Der Rest geht dabei noch zur Seite. So, gut, so sieht das aus. Also hier oben lesen wir dann wieder MDMA, Independenza präsentiert, also Yoshimitsu ja bei Raffs Label damals unter Vertrag. Hier unten lesen wir dann Yoshimitsu und genau diesen haben wir abgebildet. Sieht so aus, als würde er hier durch die Luft fliegen, also wenn ich das richtig erkenne, hier unter ihm so diverse Häuserdächer, unter anderem ein Heliport. Und es sieht so aus, als wäre er hier irgendwie rausgefallen oder im freien Fall irgendwie hier wo rausgestürzt. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Hier auf der Seite haben wir das Logo von Independenza und einen Affen und diverse andere Symbole. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 15 Stück an der Zahl. Wir haben Features mit dabei von Shakusa und Raff, Sierra Kid, Joker, Greenie und Said. Hier rechts unten gibt es dann wieder einen Barcode und dann schauen wir mal hinein. So, es ist das Debütalbum von Yoshimitsu. Er hat hier schon EPs und so weiter veröffentlicht, aber das ist sein erstes richtiges Album gewesen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal die Tracklist, also die 15 Tracks an der Zahl, inklusive den Infos, wer da gefeatured wurde bzw. wer produziert hat. So, dann haben wir Fotos. Es dürfte wohl alles hier aus Japan stammen. Ich glaube, genauer gesagt, in Tokio war das. So, dann haben wir hier eine umfangreiche Danksagung. Und wir sehen auch, das Artwork ist sehr stark so Japan-lastig. Also wir haben hier so wie diese Neon-Reklame und jede Menge japanische Schriftzeichen in diesem Fall. Aber natürlich, ja, ich sag's mal nicht richtig japanisch, denn wir lesen hier unter anderem Independenza oder iHeart, der hier das Artwork gemacht hat. So sieht das aus. Hier haben wir nochmal die Credits zum Album. Meine Dimension, mein Alltag. Okay. So, genug zum Booklet. Wir kommen zur Album-CD.
Hier haben wir den Interpreten abgebildet, Yoshimitsu mit einem galaktischen Hemd. Also wir haben hier wirklich die Galaxie, so jede Menge Sterne und Himmelskörper auf dem Hemd. Auf der Rückseite ebenfalls. So sieht das aus. Dann haben wir zum Album zugehörig die Instrumentals. In diesem Fall hier das Cover, allerdings ohne Schriftzüge und ohne Yoshimitsu, der hier runterfällt. Also einfach nur diese Aufnahme von oben. Auf der Rückseite haben wir dann die Liste hier, 15 Stück, also 15 Tracks des Albums ergeben hier 15 Instrumentals, Independenza und so weiter. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So sieht die CD aus. Also auch hier wieder Sterne und Universum zu sehen. In der Papphülle, wie gesagt. Dann haben wir zwei Karten, die sind ident bis auf die Unterschrift. Also wir haben hier wirklich zweimal genau dieselbe Karte. Und auf einer hat Yoshimitsu dann unterschrieben, hier oben rechts im Eck mit weißem Stift. MDMA Cap und jede Menge bunter Pillen, die hier durch die Gegend fliegen. Passend zum Albumtitel. Dann haben wir den Sticker, den wir schon vom Boxdeckel kennen. Also, ihr kennt den Inhalt, habe ich euch vorhin alles vorgelesen. So sieht das aus. Würde mich echt mal interessieren, was passiert, wenn man mit dem Ding, also wenn man das auf den Karton pickt und dann damit irgendwie zur Post geht, wie die einen anschauen. Weil ich glaube, mit diesem Barcode oder mit diesem QR-Code fangen die jetzt nicht wirklich viel an. Dann haben wir zwei so Zettelchen. Einmal diesen hier mit jede Menge von diesen kleinen Äffchen und Independenza-Logo. Hier oben lesen wir dann Yoshimitsu MDMA. Das Ganze ist beidseitig bedruckt. Okay. Und was besonders spannend ist, wir haben hier einen Zettel. Und es sieht mir fast so aus, als wäre das der Inhalt der Box nochmal hier so zusammengefasst. Also exklusives Shirt lesen wir hier. Premium Edition Yoshimitsu MDMA, CD plus Instrumentals, Chopsticks, also dazu kommen wir dann gleich noch. Die Autogrammkarte, die haben wir. Und dann haben wir hier eine Faltanleitung für einen Papierflieger. Und ich schätze mal, damit ist dieses Papier gemeint, denn wir haben auch hier so Faltlinien drin. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Tannenbaum, aber es dürfte wohl dafür gedacht sein, dass wir dann hier, deswegen ist dann auch beidseitig hier bedruckt, dass wir hier den sogenannten Futura Shibuya Origami Düsenjet daraus machen können. Jawohl, also schöne Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte das sonst echt nicht gecheckt, was ich mit diesem Ding hier anfangen soll. Aber jetzt macht es natürlich Sinn. So, packen wir zur Seite. Dann haben wir was, das habe ich ehrlich gesagt noch niemals in einer Box gesehen. Und zwar haben wir hier echt Essstäbchen mit dabei. Also hier so hellbraune Stäbchen, die sind hier noch zusammengeklebt, zusammengemacht. Und dann haben wir hier einerseits mal eine Anleitung, wie man Essstäbchen zu verwenden hat, um mit denen dann auch wirklich Nahrung in seinen Mund befördern zu können. Hier lesen wir dann Product of China. So, hier haben wir wieder diverse Schriftzeichen. Und hier lesen wir Welcome to Chinese, was? Welcome to Chinese Restaurant. Please try your nice Chinese food with chopsticks, the traditional and typical of Chinese glorious history and culture. Bamboo Chopsticks, Product of China. Okay. Also, da könnt ihr dann natürlich hier, wenn ihr mal chinesisch bestellen solltet oder irgendwo seid, dann könnt ihr hier mit euren Essstäbchen möglichst authentisch das Ganze zu euch nehmen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich beim Asiaten bin, dann esse ich auch meistens mit Stäbchen. Macht echt Spaß. Und gerade für diese typischen Essen wie Sushi, Maki etc. bietet sich das auch echt gut an. So, und dann haben wir einen letzten Boxinhalt. Wie so oft haben wir hier ein Shirt. Und auch dieses hier ist von der Gestaltung wieder sehr stark an Japan angelehnt. Denn wir haben auch hier wieder alles in dieser Neon-Reklame-Optik. Yoshimi zu lesen hier oben. Dann haben wir hier MDMA. Und hier lesen wir dann Independenza, iHeart und hier wieder das Äffchen. Ja, sieht echt interessant aus. Also das Artwork hier sehr bunt, gelb, rot und weiß.
Das Shirt ansonsten ist in dunkelblau gehalten, auch wenn es jetzt vielleicht etwas schwarz wirkt, aber es ist, ja, oh ja, sieht man eh gut, glaube ich, in der Kamera, dunkelblau. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Honduras. Grüße gehen raus. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann diese Essstäbchen hier, diese Bambusstäbchen zum Essen. Dann einmal hier der Inhalt plus diese Anleitung für diesen Papierjet, für diesen Papierflieger. Dann hier der Bogen, den man eben falten soll. Einen Sticker, rechteckig, dieser Paketsticker. Dann haben wir diese Karte zweimal, einmal regulär und das zweite Mal original unterschrieben. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle und natürlich das Album an sich, MDMA mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box. MDMA von Yoshimitsu. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Yoshimitsu unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.